Alter, was geht ab, Leute, Hongi? Heute mit einer Infografik für euch. Ich muss sagen, das ist halt die beste, die ich bisher gesehen habe. Und die wollte ich euch unbedingt zeigen. Link ist unten in der Beschreibung, aber ich blende es hier auch nochmal neben mir ein. Und so ist es halt die möglichen Team Rocket Gegner. Und ich habe schon viele gesehen. Und ich muss sagen, das hier ist einfach am besten gestaltet und übersichtlich. Wir können direkt anfangen. Feuer. Feuer heißt auf Deutsch irgendwie irgendwas mit Feueratem oder so. Das hier ist auf Englisch, aber sollte trotzdem verwendbar sein. Die Sprüche weichen jetzt nicht so krass ab. Also Feuer. Das erste Pokémon kann entweder sein Hundusta, Glumanda oder Radfratz. Und in 99% der Fälle kriegt man immer das erste Pokémon dann. Zweites Pokémon kann dann entweder sein Hundemon oder Glutexo. Und drittes Pokémon kann dann sein nochmal Glutexo, nochmal Hundemon oder Glurak. Das heißt, jegliche Kombination ist machbar. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel gegen Radfratz kämpfen, dann Hundemon, Radfratz, Hundemon, Glutexo, Radfratz, Hundemon, Glurak. Dann Flug, aka Zubat oder Golbat. Irgendwas mit Vögel-Pokémon und entweder kommt zuerst Zubat oder Golbat und dann kommt entweder Golbat, X-Bat oder Sichlor. Und als dritter Gegner entweder X-Bat, Dragoran oder Gyarados. Was halt schon ein großer Unterschied ist, falls ihr jetzt zum Beispiel mit Elektro reingeht, dann ist es natürlich gegen Dragoran schlecht, weil Dragoran ist Drache, das ist halt neutral dann nur. Und Elektro hält meistens nicht so viel aus, aber zerstört halt Gyarados. Und man weiß halt nie genau, das dritte Pokémon, ist es jetzt X-Bat, ist es jetzt Dragoran oder ist es Gyarados. Zum Beispiel könnt ihr auch mit Gestein reingehen, Despotar ist eigentlich ziemlich sicher, ist auch gut gegen Dragoran. Und dann kommt es halt darauf an, was Gyarados kann, weil Wasser gegen Gestein natürlich. Aber ansonsten auch gegen Sichlor ist Gestein ganz gut. Also mein Tipp wahrscheinlich Despotars. Achso, ja, mir fällt gerade auf, um diese Grafik nochmal zu verbessern, könnte man noch die besten Counter einfügen. Die dritte Option, die Gras-Pflanzen-Pokémon. Was sagen die auf Deutsch? Fällt mir gerade nicht ein, aber sollte man erkennen. Bisasam, Zubat oder Radfratz kommt als erstes. Als zweites nochmal Bisasam oder Bisaknosp. Und dann als drittes Bisaknosp oder Bisaflor. Das heißt wieder, ihr könnt entweder zum Beispiel Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor haben. Oder Bisasam, Bisasam, Bisaflor. Bisasam, Bisaknosp, Bisaknosp. Also alles ist möglich. Und ja, da könnt ihr einfach mit Feuer reinhauen. Auch gegen Radfratz und Zubat ist relativ egal. Also da kann auch ein Entei oder ein Lavados oder sowas ein bisschen reinhauen. Vor allem Lavados pflanzt es ja auch nicht effektiv gegen Flug, so wie Feuer. Normal ist nicht schwach oder sowas, heißt es auf Deutsch. Radfratz oder Zubat, dann Radfratz oder Radikal und dann Radikal oder Gelaxo. Das Gelaxo überrascht manchmal. Du denkst dir, okay, Radfratz super easy, Camps, gehst schon weiter und dann auf einmal kommt Gelaxo und dein Team ist gar nicht bereit oder gut aufgestellt für Gelaxo. Aber an sich, Radfratz und Radikal, du kannst eigentlich draufhauen mit was du willst. Dann gehen wir einfach direkt mal runter Käfer. Ich habe erst einmal Sichlor getroffen, also ziemlich selten muss ich sagen. Da gibt es nicht viel Auswahl. Sichlor und dann Sichlor und Sherox und dann Sichlor und Sherox. Also ihr könnt dreimal gegen Sichlor ankämpfen. Sichlor, Sherox, Sichlor, Sichlor, Sherox, Sherox. Wasser gibt es zwei Optionen. Und das heißt, die Wasser sind tief oder sowas. Da muss man aufpassen. Ah, die haben nicht alles gezeigt. Da fehlt doch Hydropi. Keine Ahnung, wo Hydropi ist, aber erstmal Wasser Quapsel oder Carpador. Dann Quapuzzi und dann Quappo oder Quaxo. Das habe ich noch nie gesehen. Dreimal hintereinander Carpador. Also früher musste man aufpassen, weil Sumpex oder der davor, Vorentwicklung von Sumpex, dazwischen auch drin war. Und wenn ihr zum Beispiel Elektro genommen habt, gegen Wasser ist natürlich gut, aber Sumpex oder die Vorentwicklung von Sumpex war halt Bodenwasser. Und dementsprechend war das nicht gut und dann wurde der zerstört, falls ihr Elektro genommen habt. Psycho ist relativ einfach. Irgendwas mit unsichtbaren Kräften, hast du Angst vor unsichtbaren Kräften oder sowas. Da gibt es entweder Tomato, Zubat oder Trassler. Obwohl Trassler Fee ist und Unlicht nicht gut gegen Fee ist, könnt ihr trotzdem einfach mit Despotar reinhauen, weil Trassler und Kirlia sind jetzt so schwach. Da werdet ihr jetzt nicht abkacken. Ist ja auch neutral, also ist ja effektiv gegen den Psychoanteil, aber schlecht gegen den Feenanteil. Zweite Option, Tomato, Hypno oder Trassler. Und dritte Option, Hypno oder Kirlia. Und wie gesagt, gegen Tomato und die ganze Hypno einfach Despotar bis Kinescher, bam bam. Ich glaube, ich habe sogar einmal das gemacht, ohne einmal die Ladeattacke zu verwenden. Dann Drache. Die sollte man nicht unterschätzen. Da habe ich schon ab und zu verkackt, weil, keine Ahnung. Also am einfachsten ist einfach, wenn ihr Drache nehmt und dann gegen die ersten zwei, also entweder Dratini, Dratini oder Dratini, Dragonier, einfach mit Drache draufhaut. Die zwei sterben dann
und ihr habt eure Ladeattacke voll aufgeladen und dann kommt Dragoran raus oder Dragonir oder Gyarados, ist egal, und dann haut ihr einfach die Charge Attack drauf, Draco Meteor oder sowas oder Wutanfall, und bam, haut eigentlich meistens direkt schon weg. Gift gibt's Slimer, Zubat, Bisasam, dann zweite Reihe Slimer, Slimog, Golbat, dritte Reihe Slimog, Golbat und dieser Knosp. Am besten Psycho. Ich verwende eigentlich immer meinen 98er Mewtwo mit Psycho. Der hat echt gar keine Probleme damit. Andere Psycho-Pokémon würde ich nicht empfehlen. Also sowas wie Simsala und Psyana oder sowas. Die halten halt echt nicht viel aus und ja, dann könnte es sein, dass sie einfach sterben. Kanto-Starter. Gewinn ist für Gewinner. Ihr seht die Kombination. Die drei Starter. Erste Entwicklung, zweite Entwicklung, dritte Stufe. Und das kann alles variieren. Also Shigi, Glutexo, dieser Floor zum Beispiel. Also wirklich alle drei. Das ist dann, glaube ich, 3 hoch 3 an möglichen Kombinationen. Und ich sehe gerade zwei Sachen. Erstens, da steht auch männlich und weiblich. Also das Team Rocket Mitglied. Die weiblichen haben dann immer diese Sachen und die männlichen die anderen Sachen. Und die drei Sätze, Gewinn ist für Gewinner. Versuchst das gar nicht und mach dich bereit zu verlieren oder sowas. Ich habe es mal grob übersetzt. Die drei Sachen könnten die zwei haben. Die drei Sätze können also auch Galaxo geben. Das ist mir letztens passiert. Galaxo, Galaxo, Galaxo. Hatte zum Glück Despot da drin. Der kam echt gut klar mit denen. Aber ist natürlich eine verrückte Kombination. Es kann Quapo kommen, es kann Godewar kommen, es kann Dragoran kommen und es kann Gyarados kommen. Da muss man sich sein Team schon gut überlegen. Boden ist relativ einfach. Ich gehe da einfach immer mit Kyogre rein. Bisschen bam, bam, bam. Bisschen angeben mit meinem shiny Lucky 100er. Tragosso, Radfratz, Zubat. Kein Problem für Kyogre. Tragosso, Knogger, Radikal. Kein Problem für Kyogre. Knogger, Radikal, kein Problem. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was mit Hydropi passiert ist. Aber ich hoffe, das kann euch weiterhelfen, weil wie gesagt, ich habe eine Menge Infografiken gesehen. Und ich muss sagen, das ist halt echt die übersichtlichste, die ich gesehen habe bisher. Ich habe die direkt gesehen und gesagt, wow. Sehr, sehr ordentlich. Sehr ordentlich, das muss man echt sagen. Das war's von mir, Leute. Euch noch viel Glück mit Team Rocket. Viel Spaß. Schreibt unten in die Kommentare, wie weit ihr schon seid mit der Medaille. Ich bin bei ungefähr 160. Ich mache schon eigentlich jeden, den ich sehe. Gehe nicht unbedingt extra zu einem hin, der ein bisschen weiter weg ist, falls ich ihn sehe. Ich nehme einfach alles mit, was wirklich auf meiner Strecke ist. Mach keine Umwege dafür. Und ja, bin jetzt momentan bei 160. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Anamis ab, folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.